Und da ist er, der Clip der Woche. Immer wieder schön. Ist ja gut. Oh ja. Was wollen wir jetzt machen? Jetzt machen wir mal ein bisschen Musik. Soll ich holen meine Saxophon? Ja, hol mir dein Saxophon. Oh, jetzt muss die Sau mindestens 10 Milchgewehs rausrücken. Und zwar fehlen ihm jedes Mal von seiner Melodie 2 Töne. Das kostet ihn 10 M-Ways. Wenn ihr nichts verratet, teilen wir nachher. Alberto, ich hab geholt meine Saxophon. Ich hab geholt die Saxophon. Ach, was für ein Saxophon, ja. Gut. Ja, das freut die Kinder, ja. Aber... Ich werde jetzt eine Popmelodie für die Kinder. Oh, eine Popmelodie. Wie schön. Eine alte Popmelodie, Alberto. Oh, eine alte, eine alte auch noch. Ja. Oh. Aber die ist so schön, Alberto. Okay, bist du bereit? Seid ihr bereit? Ja. Okay, dann spiele ich jetzt. Okay. Was? Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Was? Ganz zum Schluss. Bauer. Das Ganze geht Saxophon ist krank oder was? Klar, Herpes, ganz klar. Herpes. Was denn für Herpes, Alberto? Ganz normales Blechherpes. Blechherpes. Ist doch immer allein in die Koffer. Ja, deswegen wahrscheinlich. Alberto, was soll ich jetzt machen? Die Kinder wollen hören, die schöne Popmelodie. Ganz einfach. Ich spiele für die Kinder, was ist los? Du musst zum Saxophondoktor damit. Ja, aber wo finde ich den Sprendling? Ganz einfach. Du gehst geradeaus, rechts rum, kommst zurück, da steht immer ein Doktor. Klar. Echt? Natürlich. Geh los. Ja. Doktore. Ah ja, klar, steht doch immer hier. Doktore, das ist ja toll, dass ich Sie noch treffe. Ah ja. Passen Sie auf, ich habe ein Problem mit meiner Saxophon. Vielleicht kennen Sie sich da aus. Ich spiele mal. Ja, ganz kurz. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, was da fehlt. Da fehlt ganz zum Schluss lediglich ein Bawa. Das ist alles, ja. Ein Bawa? Das verschreibe ich immer. Schreibe Ihnen mal ein Rezept auf. Das holen Sie in der Apotheke ab. Ja. Sie müssen allerdings privat bezahlen. Warum muss ich das bezahlen? Ja, das wegen dem Umweltschutz. Das wird ganz kompliziert hergestellt. Wir haben die Grünen, das haben da Steuerfans drauf. Greenpeace, Jutta Fischer, Oskar Schiele, ich kenne mich ja nicht so richtig aus. Ich bin Daniel Benkonnig und so. Bin doch in der Krankenkasse. Jutta Dittfort und so. Ich kenne mich ja nicht so aus. Auf jeden Fall, welchen Umweltschutz kostet, ist ganz 5 Mille gewesen. Machen wir es kurz. 5 Mille gewesen. Nein. Alles klar. Vier und noch alles. Das ist schon ganz schön teuer dafür, dass ich eine Krankenkasse. Aber welchen Umweltschutz los? Ja, ist ja gut. Sagen Sie mal, wenn es schon so schweineteuer ist, wo finde ich jetzt noch eine Apotheke? Sie gehen geradeaus, rechts rum und kommen zurück. Da ist immer die Einaugenapotheke. Einaugenapotheke. Ja, ist ein älterer Mann, immer ein bisschen länger auf. Ja, nicht zumacken. Was ist denn los? Ich hab noch ein Rezept hier von Dr. Weißmüller. Dr. Weißmüller? Ja. Ich werde verrückt mit dem gekritzelt, weil gerade Frau Batz da mit seinem Rezept. Ich bin 3 Stunden rumgekrochen. Das heißt, der Bauer heißt. Bauer, ich kann es lesen, mein Bub. Ich kann es lesen. Hoffentlich haben Sie das noch da. Bei dem ganzen musikalischen Krempel habe ich das Bauer einsortiert. Vielleicht ist da oben drin. Tiefe Maske! Den Grüne Mai ist da oben noch drin. Vielleicht ist da drin. Teardrops in my mind. Ich glaube, da oben muss drin sein. Wunderbar, haben wir es ja schon. So, das war's alles. Ja. Macht 5 Mille gewesen. Ja, nein, ich habe schon 5 Mille gewesen für die Doktoren bezahlt. Die müssen leider privat zahlen, die werden wegen Umweltschutz, wenn die hergestellt, auf ganz komplizierte Art und Weise, oder Default oder Schiene, ich kenne mich ja, nicht aus, aber ich kann nicht. Daniel, wir können nicht. Das ist doch viel zu teuer. Aber wegen Umweltschutz ist gut. Ciao, Senor. Ciao. Alberto? Ja, Francesco? Alberto, das ist schön, dass ich dich treffe. Pass mal auf. Weißt du, wo ich überall war? Ich war erst bei der Saxophondoktorin. Dann war ich in der Apotheke. So. Und jetzt pass auf, da habe ich das alles gekriegt. Und jetzt pass mal auf, okay? Was siehst du, es geht auch. Sag mal, wo hast du die MBs her? Was für MBs? Wo hast du verdammt mal die MBs her? Du warst genau für mich. Vor Kindern schimpft man nicht. Kinder! Aua! Mama! Sirup, Sarup, gelbe Pest. Sirup, Sarup, schwacke Schaffelpest. Mama! Sirup, Sarup. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Jetzt habe ich das Wort. Sag mal irgendein Wort, bitte. Ganz schnell, irgendein Wort. Hexenfett! Aua! Aua, hat er gesagt. Was war das für ein Wort? Das war verkehrt. Ich habe damit nichts mehr zu tun, Kinder. Ich hau Mama! Ciao, Kinder!